Friedrich Kreigenfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung der O&K Mining GmbH, erläutert am Ende eines Projektgesprächs, dass O&K als Antwort auf die Entwicklung bei den 240 Tonnen Muldenkippern einen 700 bis 800 Tonnen Bagger mit einer 40 Kubikmeter Schaufel entwickeln wird. Ziel ist es, die Kipper mit 3 Ladespielen zu füllen. In den darauffolgenden Monaten soll ein Kunde für dieses Gerät gefunden werden. Nach diesem Startschuss begannen die Arbeiten zur Entwicklung und Fertigung des neuen O&K Großbaggers. Im Folgenden sehen Sie die wichtigsten Stationen auf dem Weg zum größten Hydraulikbagger der Welt. Friedrich Kreigenfeld erklärt, dass mit dem kanadischen Unternehmen Syncrude eine Entwicklungskooperation gegründet wurde. Das Gerät mit der 40 Kubikmeter Schaufel erhält den Namen RH400. O&K kann bereits in diesem frühen Stadium vom Verkauf des größten Hydraulikbaggers der Welt berichten.
Bei der Montage der Leitradeinheit werden die Dimensionen des RH400 deutlich. Die fertigen Laufwerkskomponenten werden zum Langträgermodul zusammengefügt. Dieses Modul wiegt bereits ohne Kette und Fahrgetriebe stattliche 55 Tonnen. Das Unterwagen-Mittelteil verbindet die beiden Raupenträger und trägt über die Rollendrehverbindung den Oberwagen. Ein gewalzter Stahlblechring mit einem Durchmesser von 4,5 Metern verbindet den Ober- und Untergurt des Mittelteils und gewährleistet damit die geforderte Steifigkeit für die Aufnahme der aus dem Oberwagen eingeleiteten Grabkräfte. Nach erfolgter Bearbeitung werden alle Gewinde der Rollendrehverbindungsauflage mit einem Leerdorn geprüft. Die dreireihige Rollendrehverbindung wurde von der Konzernschwester Hösch Rote Erde speziell für den RH400 entwickelt. Sie muss als Bindeglied zwischen dem Unter- und Oberwagen die Belastungen aus dem Eigengewicht und den Grabkräften aufnehmen. Die Innenverzahnung überträgt die Drehmomente aus den 6 Schwenkantrieben und erlaubt schnelle Schwenkbewegungen des Oberwagens. Höchste Präzision und größte Sauberkeit bei der Montage gewährleisten eine lange Lebensdauer. Der Transportschutz und die Konservierung der Rollendrehverbindung werden entfernt. Es folgt die Montage auf dem Unterwagen-Mittelteil. Anschließend kann auch dieses Modul zum Endmontageplatz transportiert werden. Mit einer Länge von nahezu 11 Metern ist der Oberwagenrahmen das größte Einzelteil des RH400. Die Blechzuschnitte des Oberwagenrahmens werden passgenau auf einer NC-Brennschneidemaschine und einem kameragesteuerten Roboter hergestellt. Die Einzelteile werden zunächst zu Unterbaugruppen zusammengefügt. Alle wichtigen Verbindungen werden unmittelbar nach dem Schweißen Ultraschall geprüft. Die fertigen Unterbaugruppen werden zum Oberwagenrahmen zusammengefügt und nach dem Ausschweißen und Grundieren zum Bohrwerk transportiert. Allein für die Befestigung der 6 Schwenkwerke und der Rollendrehverbindung müssen 264 Gewindebohrungen passgenau eingebracht werden. Der fertig bearbeitete Oberwagenrahmen steht für die Endmontage bereit. Im Motormodul sind neben den 2 Dieselmotoren auch wesentliche Teile der Hydraulik und der Geräteelektrik zusammengefasst. Bereits im frühen Stadium des Aufbaus ist die Anordnung der beiden Antriebsstränge erkennbar. Der Motormodulrahmen wird auf die beiden Kraftstofftanks mit je 8000 Litern Fassungsvermögen aufgesetzt und verschraubt. Der zentral angeordnete Hydrauliktank ermöglicht kurze Ansaugleitungen zu den Hydraulikpumpen. Die großzügigen Abmessungen des Motormoduls erlauben eine hervorragende Zugänglichkeit für das Wartungspersonal. Durch die Verkleidungen sind zudem alle Komponenten vor der Witterung geschützt. Verbindungsglied zwischen den Dieselmotoren und den Hydraulikpumpen sind die Pumpenverteilergetriebe. Bei der Montage der Stirnradgetriebe mit einem Wirkungsgrad von 97% ist größte Präzision gefordert. Die exakte Bearbeitung des Gussgehäuses garantiert das passgenaue Zusammenspiel der Zahnräder sowie die Dichtigkeit des Getriebes. In umfangreichen Tests wird die Wirksamkeit der Ölschmierung überprüft. Die Hauptpumpen werden an das Verteilergetriebe angebaut. Auch beim RH400 kommen die bewährten Pumpen aus dem RH200 zum Einsatz. Während 4 Hauptpumpen je Antriebsstrang die Versorgung der Ausrüstungszylinder und Fahrantriebe übernehmen, sind 3 weitere Pumpen ausschließlich für die Schwenkbewegung des Oberwagens zuständig. Die Montage des Antriebsstrangs beginnt mit dem Aufsetzen eines vormontierten Verteilergetriebes auf vibrationsdämpfende Gummielemente.
Die beiden Cummins K2000e Dieselmotoren sind mit je 4 Abgasturboladern ausgerüstet und haben eine Leistung von zusammen 2500 Kilowatt. Der Einbau der Dieselmotoren ist selbst für die versierten O&K-Monteure ein Moment höchster Anspannung. Durch die verlängerten Motorölwechselintervalle kann die jährliche Einsatzzeit des RH400 erheblich gesteigert werden. Die Kabine des RH400 wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet und zeichnet sich durch die hervorragenden Sichtverhältnisse aus. Unterhalb des Fahrerhauses werden elektronische und hydraulische Schaltungen witterungsgeschützt und gut zugänglich eingebaut. Die Klimaanlage bietet zusammen mit der Thermopenverglasung einen optimalen Klimaschutz. Auch das Ölkühlermodul ist von großer Bedeutung für die Leistung und Haltbarkeit des RH400. Durch großzügig dimensionierte Kühler mit thermostatisch geregelten Lüftermotoren wird auch bei hoher Belastung und extremen Umgebungstemperaturen eine konstant niedrige Öltemperatur garantiert. Dies kommt der Standzeit der Hydraulikkomponenten und Dichtungssysteme zugute. Das Gegengewicht des RH400 wiegt 80 Tonnen. Neben der Funktion als Ballastträger nimmt es die Wasserkühler der Dieselmotoren sowie die zugehörigen Lüfter auf. Diese Bauform gewährleistet eine optimale Zugänglichkeit zu allen Komponenten. Umfangreiche finite Elemente-Berechnungen und praktische Versuche haben zu der Bauweise des Auslegers geführt. Aufwendig geformte Gussteile an den Lagerstellen zum Oberwagen, zum Stiel und zu den Tri-Powerlenkern sorgen für weiche Übergänge zu den angrenzenden Blechen und damit für einen ungestörten Kraftfluss. Bei diesem Bauteil wird die Einhaltung der geforderten Qualität durch Schweißfolgepläne und Ultraschallprüfungen sichergestellt. Die Bearbeitung des Auslegers wie auch der anderen Ausrüstungskomponenten erfolgt auf einem Doppelständerbohrwerk, das bei höchster Präzision eine synchrone Bearbeitung der Lagersitze erlaubt. Die Hydraulikkonsole trägt die Ventile zur Steuerung der Zylinderbewegung. Die passgenauen Rohre werden mit einer NC-gesteuerten Biegemaschine hergestellt. Die vormontierte Konsole wird mit Bolzen auf dem Ausleger befestigt. O&K verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Hydraulikzylindern. Hochwertige Materialien für Zylinderrohre und Kolbenstangen sowie besondere Dichtungssysteme ergeben die für O&K-Geräte sprichwörtliche Langlebigkeit der Zylinder. Der hier montierte Zylinder hat ein Gewicht von 8 Tonnen und entwickelt bei einem Hydraulikdruck von 300 Bar eine Kraft von 477 Tonnen. Acht Zylinder erwecken die Ausrüstung des RH400 zum Leben. Die besondere Außenkontur der O&K-Schaufelstiele ermöglicht einen optimalen Kraftfluss und vermeidet Spannungsspitzen. Der Aufbau des Stiels entspricht dem bewährten O&K-Prinzip mit soliden Gussteilen für die Lagerstellen. Der präzise Zuschnitt der Blechteile zeigt sich beim passgenauen Zusammenbau. Die Außenkontur des Stiels ermöglicht einen großen Schwenkwinkel der Schaufel und wirkt dem Verklemmen von Gesteinsbrocken entgegen.
Nach der Bearbeitung der Lagerstellen und der Montage von Lagerbuchsen und Rohrleitungen ist der Stiel fertig zur Endmontage. Die aus Vorderteil und Rückwand zusammengesetzte Ladeschaufel ist im direkten Kontakt mit dem Ladegut höchsten Beanspruchungen ausgesetzt. Die einteilig gegossene Schneide mit dem ESCO-Zahnsystem wird maßgenau in den Stahlbau des Schaufelvorderteils eingefügt. Der Schweißverzug des Vorderteils wird durch eine optimierte Schweißfolge und speziell angefertigte Vorrichtungen minimiert. Die maßgenaue Fertigung ist Voraussetzung für die anschließende mechanische Bearbeitung der Lagersitze. Das Schaufelgewicht beeinflusst in entscheidendem Maße die Leistungsfähigkeit des Baggers. Aus diesem Grund wurde bei der Konstruktion der Rückwand ein geringes Gewicht bei maximaler Strukturfestigkeit angestrebt. Um dies zu erreichen, wird das Bauteil aus mehr als 100 Einzelteilen zusammengesetzt. Die Aufspannung auf dem Drehtisch ermöglicht die mechanische Bearbeitung ohne Umspannen des Bauteils und gewährleistet so die Fluchtung der Lagersitze. Die hohe Qualität der mechanischen Bearbeitung zeigt sich beim Zusammenbau der Schaufelteile. Schwimmend gelagerte Bolzen mit einem Durchmesser von 260 mm lassen sich spielend leicht montieren. Besonders ausgesuchtes Material wird für die Bolzen zwischen den einzelnen Ausrüstungsbauteilen verwendet. Der Bolzen der Tri-Power-Lagerung hat ein Gewicht von 8 Tonnen. Bei der nun folgenden Endmontage werden die einzelnen Module zum Gesamtgerät zusammengefügt. Die weitestgehende Vormontage der Module reduziert die Endmontagedauer auf ein Minimum. Bei guter Vorbereitung ist die Errichtung des RH400 am Einsatzort innerhalb von 10 Tagen möglich. Das O&K-Montageteam wird auch die Montage am Einsatzort durchführen und somit einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Das Motormodul mit einem Gewicht von 60 Tonnen wird millimetergenau positioniert. Vor der Montage des Auslegers wurden bereits die Zylinder und die Tri-Power-Lenker eingebaut. Der Einbau dieser 120 Tonnen schweren Baugruppe mit zwei Mobilkranen erfordert höchste Konzentration. Nach dem Anbau des Ölkühlermoduls wird die Silhouette des Geräts erkennbar. Im Anschluss an die Montage des Fahrerhausmoduls müssen zahlreiche Elektro- und Hydraulikleitungen angeschlossen werden. Die Fahrerkabine bietet mit einer Sitzposition in 8,2 Metern Höhe beste Sichtverhältnisse beim Ladevorgang. Das zweigeteilte Gegengewicht mit einer Masse von 80 Tonnen gibt dem Gerät die erforderliche Standsicherheit. Vor dem Anbau des Stiels wird der Bolzen nochmals sorgfältig gereinigt und eingefettet.
Die beiden Hälften des Gegengewichts werden durch 40 Schrauben sicher verbunden. Zum Abschluss wird die 42 Kubikmeter fassende Schaufel angebaut. Der RH400 verfügt über hochentwickelte elektronische Steuerungs- und Kontrollsysteme. Vor der Inbetriebnahme werden diese von Spezialisten fertiggestellt und umfassend geprüft. Der RH400 ist startbereit. Ein Team des Kunden Syncrude begutachtet abschließend die Ausführung des Geräts und damit die Umsetzung der Ergebnisse aus ungezählten Teamsitzungen. Die Motoren springen an. Die ersten Bewegungen der Ausrüstung sind noch etwas zaghaft. Die Anspannung dieses Augenblicks ist dem Fahrer ins Gesicht geschrieben. Aber schon bald können die ersten Ladespiele flüssig durchgefahren werden. Nach nur 18 Monaten sind die Planung und Entwicklung des ersten RH400 abgeschlossen. Nun ist es an der Zeit, die ersten Tests und Belastungsprüfungen durchzuführen. Der RH400, das stolze Ergebnis nach 35 Jahren Erfahrung im Hydraulik-Baggerbau. Eine seltene Begegnung, der weltgrößte Hydraulikbagger und der RH5, der erste vollhydraulische Bagger aus dem Jahr 1962. Eindrucksvoller lässt sich Innovation kaum darstellen. Schon kurz nach den letzten Tests im Dortmunder Werk wird der Bagger in seine Einzelteile zerlegt. Jedes einzelne Kabel, jede Schraube, alle Schläuche und Rohrleitungen müssen sorgfältig gelöst und verpackt werden. Bei dieser Arbeit wird nichts dem Zufall überlassen. Der Oberwagen mit seinem 86 Tonnen Gewicht ist das größte Einzelteil. Er kann nur als Ganzes verschifft werden. Nach der Demontage werden die Teile lackiert, bevor sie zum Transport gebracht werden. Für die lange Reise über den Atlantik und die Fahrt quer durch Kanada stellt der beauftragte Spediteur seine Flotte von Spezialtransportern zur Verfügung. Die Fahrt geht los. Von Dortmund-Dorstfeld aus müssen fast 12.000 Kilometer erst über die Straße, dann per Schiff und Bahn und wieder per LKW nach Fort McMurray im kanadischen Alberta zurückgelegt werden, bis alle Teile am Einsatzort, der Mine am Mildred Lake, eingetroffen sind. Bei Syncrude Canada Limited, dem weltgrößten Förderer von Ölsand, sind hochentwickelte Geräte für die Produktion von mehr als 70 Millionen Barrel leichtem Rohöl pro Jahr im Einsatz. Das sind 20% der kanadischen Mineralölerzeugung. Zwei O&K RH200 Bagger sind hier schon im Einsatz. Der jetzt gelieferte RH400 ist Teil der umfangreichen Erweiterung der Mine. Er wird hier abrasiven, klebrigen Ölsand auf 240 und 320 Short-Ton-Trucks laden und dafür nur 3 bzw. 4 Ladespiele benötigen.
Angetrieben durch Dieselmotoren ist der Riese auf seinen extra breiten Bodenplatten auch auf schlechten Böden sehr wendig und kann selbst längere Strecken aus eigener Kraft fahren. Diese Flexibilität erhöht die Einsatzmöglichkeiten. Die Arbeit geht auch im Winter voran. Selbst wenn das Thermometer Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius anzeigt und das Material steinhart gefroren ist. Unter diesen Bedingungen werden alle Theorien auf die Probe gestellt. Wie zuverlässig ist der Bagger? Wie leicht kann man ihn warten? Niedrige Kosten und hohe Leistung sind alles, was zählt. Seine enorm hohen Grabkräfte von bis zu 2600 kN, die OnK-patentierte Tree Power Kinematik und das Pumpen-Managing-System sorgen für stets volle Schaufeln. Für ein Ladespiel benötigt der Bagger weniger als 30 Sekunden. An seinem Arbeitsplatz hat der Fahrer das Gerät voll im Griff. In 8,20 Meter Höhe hat er eine optimale Rundumsicht. Auch braucht er auf Komfort nicht zu verzichten. Die Kabine bietet ihm neben den erforderlichen Kontrollinstrumenten auch einen Ruheraum mit Kühlschrank, Kaffeemaschine und Mikrowelle. Tag ein, Tag aus, rund um die Uhr. Der RH400 ist an 365 Tagen im Jahr unter den härtesten Bedingungen im Einsatz. An den Bagger werden hohe Erwartungen gestellt. Deshalb ist auch das Team von OnK Mining stets auf dem Sprung, um dem Kunden bei eventuellen Problemen sofort Hilfestellung zu leisten. Im Dezember 1997 hat der RH400 eine neue Rekordmarke gesetzt. Mit einer Förderleistung von 4200 Festkubikmetern bzw. 9200 Tonnen pro Stunde. Das hat noch kein Hydraulikbagger vor ihm geschafft. Die ersten Teile des zweiten RH400 für Syncrude sind bereits auf dem Weg. Im Mai 1998 soll dieser Bagger am selben Einsatzort die Arbeit aufnehmen. Der RH400 von O&K. Mit diesem Hydraulikbagger ist die Mining-Industrie bestens gerüstet für das nächste Jahrtausend.